So, dann brauchen die noch Stahl hier. Beziehungsweise die brauchen noch Altmetall. Altmetall hat man nicht irgendwo hier einen Schrottplatz gehabt? Die benötigen Schlacke. Ach, das ist, nee, das sieht glaube ich nicht danach aus, als gäbe es das hier. Was ist denn das Rote hier? Okay. Na gut, da baue ich das ja mehrgleisig aus, dass dann hier halt zwei Züge einfach hin können. Ich meine, anscheinend ist ja der Bedarf da hier, auch vom Öl. Würde ich mal sagen. Da ist, warum nicht, ne? Oh, jetzt habe ich den Zug. Gerade verwirrt. Das war jetzt dumm gelaufen. Jetzt fährt er mit seinen Chemikalien dorthin. Oh, er ist abgeliefert. Wie viel hat er gekriegt dafür? Auch nicht so viel, ne? Hat aber auch nicht gereicht, um den hier voll zu machen. Was ist denn das? Okay, dann will ich noch Stahl haben. Komm hier an Stahl ran. Roheisen, Manganerz, Brandkalk. Haben wir das nicht irgendwo hier angebunden? Bloß die Schlacke mit. Ist auch nicht wirklich viel los. Ne? Manganerz und Brandkalk. Gibt es das hier irgendwo? Galvanisierungsfabrik? Nee. Wo ist denn die... Achso, hier ist die Karte. Das ist bloß das. Das ist das. Oh, ach, die stellen aber um Eisenerz, Koks und Kalkstein. Eieiei. Das ist ja ganz schön. Ganz schön verworren. Na gut, bleibt das erstmal so. Und dann waren noch irgendwelche Tankstellen. Die angefahren werden wollten. Das heißt, wir brauchen jetzt noch mal was für den Treibstoff. Die würde ich aber auch wieder hier so zusammenfassen. Dann ist die Raffinerie ein Haltepunkt einfach. Ein großer. So, achso, da ist schon ein Tunnel, da kann ich gar nicht, drüber bauen. Ja gut, wir haben die Brücke da jetzt einfach, ich wollte eigentlich eine andere bauen, aber naja, egal.
Wobei ein Bahnübergang bei Zügen mit Treibstoff, ist das blöd oder ist das dumm? Ist, glaube ich, eine dumme Idee. Ich verweise da mal an das Eisenbahnunglück von was war das? Langweddingen. Damals noch in der DDR gewesen, wo es eine Kollision zwischen einem Doppelstock-Passagierzug und einem Tankwagen gab. Mit, ja, Dutzenden Toten. Das war 76 und es gab 94 Tote und genau, da gab es ein Zug ist mit einem Tanklastwagen kollidiert. Die Ursache war aber, dass die Schranken nicht richtig runtergingen. Die haben sich da wohl an irgendeinem irgendeinem Oberleitungskabel oder Telefonkabel auf jeden Fall verheddert, weil das war warm, heiß und da dehnen sich die Kabel halt aus hängt dann runter und da hat sich dann die Schranke verfangen. Und dadurch dachte halt hier der LKW, glaube ich, das war alles in Ordnung. Und er kann durchfahren, aber in Wirklichkeit kam dann der Zug und dann, ja, Crash. So, aber wir machen das trotzdem mal mit dem Bahnübergang. Wird schon nichts passieren. Wie sagt man so schnell im Internet, what could go wrong? Na gut, Tankstellen werden eigentlich eher selten von solchen Roadtrains hier angefahren, sondern eher von solchen hier. Achso, Quatsch, Tankstelle, Treibstoff. So. Hinten war auch noch eine, aber die liegt ein bisschen blöd. Ich glaube, die kann man nur so hier anbinden irgendwie. Sieht ein bisschen verworren aus, aber es funktioniert. So, genau. Und jetzt kommen auch schon gleich die ersten hier an. Die warten auch schon darauf, dass sie beladen werden. Gibt es ja vielleicht noch eine Öldingens? Nein, anscheinend nicht. So, die LKWs sind noch nicht. Der Zug ist voll. Noch irgendwie ein Ölfeld. Hab ich schon mal erwähnt, dass der Text hier ruhig ein bisschen größer sein könnte. Nee. Ja, die baue ich. Standzeug erhältlich, ja. Hier drüben wäre noch einer. Da müsste man hier einen Kanal rüberbauen. Was ist denn das hier? Das Hotel, Nahrungsmittel, Passagiere, Spiritur. Achso, es bezieht sich bloß auf die Passagiere von den Dingern dort. Na guck mal, da habe ich schon eine. Warte mal, wir könnten doch wirklich hier mal so einen Kanal bauen. Immer so quer hier drüber. Hier wieder eine Schleuse hin. Ich meine, bevor wir jetzt hier rumrätseln, was wir als nächstes machen. Ach nee, Quatsch, das wäre ja dumm. Gut, wenn ich es abreiße, ist es dann, glaube ich, weg, ne?
Das weiß ich halt jetzt nicht, ne? Lassen wir das mal lieber. Bauen wir hier jetzt was hin. So, dann fährt er hier hoch. Oh, das wird jetzt interessant. Wie macht man denn das jetzt? Der muss hier hin. Schade, dass es keine Tunnel gibt für die... Elektrolokomotive erhältlich. Das Land ist in die falsche Richtung. Achso, okay. Schöne Brücke. Ach ja, genau. Dann wir führen das hier so weiter. Schön beim Bauen übers Feld. Hier macht es dann eine Kurve. Und dann würde ich aber... Ich würde hier eine Brücke bauen. Für die Eisenbahn. Das ist ja dank... dank Brücken... Mit Signalen ist es ja kein Problem mehr. Hier ist eine schöne Brücke drüber, zum Beispiel die hier. Spitz nach Wetzikon, das hatten wir doch schon. Jetzt fangen die Subventionen wieder von vorne an, oder wie? Das ist auch so ein bisschen das, was ich an dem Spiel blöd finde. Dass ab irgendeiner Stelle dann die Subventionen immer sind immer das gleiche.